Roter Teppich für den Animationsstreifen Das magische Haus. Reichlich prominente Synchronsprecher zeigten sich bei der Deutschlandpremiere in Berlin. Die Jungs von The Bosshorst sprechen zwei Möbelpacker, Caroline Herford eine Maus und Matthias Schweighöfer einen Kater. Wie war diese Rolle für ihn? Es war eine Bereicherung in meinem Leben. Ich als Katzenhaarallergiker kam Katzen endlich mal näher. So. Aber wie findet man den richtigen Kater in sich? Wie man den Kater in sich findet, indem man den Tiger rauslässt. Und Caroline Herford, wie war es, eine Maus zu sein? Spannend, neu und spannend. Hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich liebe das Synchronisieren, wollte ich schon immer mal machen und war total glücklich über die Anfrage. Übrigens, Kater und Maus verstehen sich im wahren Leben prima. Matthias und Caroline zeigten sich sehr vertraut. Es war sehr lustig. Wir kennen uns seit 15 Jahren. Wir sind ein eingespieltes Team. Es hat großen Spaß gemacht, dass wir wieder zusammenarbeiten können. Im Kino gab es jedenfalls viel Applaus für Das magische Haus. Kinostart ist der 22. Mai. Ja.